einen noch aktiven Mythos um ein göttliches Mondmädchen fand der deutsche Ethnologe Adolf Elegard Jensen 1938 auf der indonesischen Molukkeninsel Ceram. Es sind die Geschichten der Rabie Heinuwele. Damals staunte die Fachwelt über die Ähnlichkeiten mit dem Mythos der Persephone. Auch hier spielt ein Schwein eine Rolle. Ich habe es ja schon gesagt, das Schwein ist ein universelles Symbol der großen Mutter. Tuvale, der Sonnenmann, freit um Rabie Heinuwele. Ihre Eltern wollen sie ihm nicht geben und sie legen ein Schwein in das Brautbett. 3 Tage später geht Rabie Heinuwele spazieren, sie verlässt das Dorf. Ihr Fuß berührt eine Wurzel, die Wurzel senkt sich, sie stolpert, sie steht auf der Wurzel, die Wurzel sinkt immer tiefer. Rabie Heinuwele versucht herauszukommen, sie kommt nicht heraus, je mehr sie sich bemüht, desto tiefer sinkt sie. Sie schreit um Hilfe, die Dorfbewohner kommen, versuchen sie herauszugraben, je mehr sie graben, desto tiefer sinkt Rabie Heinuwele. Als ihr schließlich die Erde bis zum Hals steht, da sagt sie zu ihrer Mutter, Tuvale ist gekommen, er holt mich. Wenn ich tot bin, schlachtet ein Schwein, feiert ein Fest und 3 Tage nach meinem Tod schaut in den Himmel. Die Menschen tun wie geheißen. Sie schlachten ein Schwein, sie feiern ein dreitägiges Todesfest und am 3. Tag schauen sie in den Himmel. Und am Himmel erscheint zum ersten Mal im Osten der Mond. Jetzt dreht der Mythos noch eine Runde und geht in größere Tiefe und wird noch animistischer. Einst ging der Nachtmann Ameta mit seinem Hund auf die Jagd. Im Wald spürt der Hund ein Schwein auf. Das Schwein läuft davon, sie kommen zu einem Teich, das Schwein stürzt sich in den Teich, schwimmt, erschöpft sich, ertrinkt. Der Nachtmann, Ameta, ist inzwischen näher gekommen, er springt dem Schwein nach, fischt es heraus und an einem Hauer des Schweines steckt eine Kokosnuss. Ameta nimmt die Kokosnuss mit nach Hause, gräbt sie sorgfältig in die Erde und nach 3 Tagen hat die Kokosnuss nicht nur ausgetrieben, sondern es steht schon eine kleine Palme da. 3 Tage später blüht die Palme und noch 3 Tage später entwickelt sich ganz plötzlich aus einem Blutstropfen des Ameter, der auf ein Palmenblatt gefallen ist, ein Mädchen, Rabie Heinuwele. Rabie Heinuwele ist auferstanden, eine molukkische Persephone. Und sie bringt viel Segen über das Dorf. Sie schenkt den Menschen Dinge, die sie noch nie gesehen haben. Goldene Ohrringe, kupferne Dosen, einen Gong. Und die Dorfbewohner werden neidig und sie beschließen, Rabie Heinuwele zu töten. Und sie benutzen dazu den Maro-Tanz, den 9-tägigen Maro-Tanz. Bei dem Maro-Tanz wird auch ein Labyrinth getanzt und sie zwingen Rabie in ihre Mitte und in der Mitte haben sie eine tiefe Grube gegraben und sie ziehen den Spirallabyrinthkreis immer enger um das Mädchen, drängen sie hin zur Grube, drängen sie hinein in die Grube.
Die Schreie des Mädchens werden durch den Lärm der Tänzer übertönt und durch ihre lauten Gesänge. Und als das Mädchen in der Grube versunken ist, werfen sie Erde auf sie und stampfen sie mit ihren Tanzbewegungen fest. Und einige Tage später wachsen an der Stelle des Grabes Pflanzen. Pflanzen, die man bis dahin noch nicht gekannt hat. Es sind die Knollenpflanzen, von denen die Menschen seither zum größten Teil leben.